Hallo, Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Steinbock. Hinter dem Deck 9 der Münzen. 9 der Münzen ist eine positive Energie, die natürlich auch über viel Stabilität spricht. Münzen, also wir reden hier über viel Reichtum. 9 der Münzen kann natürlich auch für dich mit Arbeit zu tun haben. Mit einer Person zu tun haben. Ich sehe eine Person, die ledig ist, eigentlich. Ich spüre hier sehr viel Stabilität in dieser Karte, ja. Und schau mal, 8. Münzen. Puh, schau mal hier. 8. Münzen, 9. Münzen, 6. Münzen. Man merkt, wir sind bei Sternzeichen Steinbock. Ja? Also viel Geld sieht man hier. 6. Münzen, 8. Münzen, 9. Münzen. Du bekommst Geld irgendwie, oder? Oder wie versteht man das hier? Also 6. Münzen, 8. Münzen und 9. Münzen. Also wie du siehst, es kommt immer, also es wird immer mehr. Also von 6 kommt man zu 8, von 8 bis 9. Also irgendwie, es wird immer mehr. Ich finde, also du bekommst hier Geld. Du bekommst Geld. Es kann natürlich auch mit deiner Arbeit zu tun haben, weil 8. Münzen spricht ja auch über die Arbeit. Von da aus, das kann auch mit der Arbeit zu tun haben. Wir schauen zusammen jetzt. Steinbock, viel Geld hier, auf jeden Fall. Ja. Schau hier, Steinbock, weil wir könnten schon irgendwie mit der Arbeit zu tun haben. Also König der Münzen, König der Kelchen und 5. Stäbe. Also ich könnte hier mit einem Geschäftspartner zu tun haben. Du siehst ja, zwei Könige sind hier, zwei Königinnen. Eine Firma, einen Geschäftspartner, mehrere Kompetenzen sieht man natürlich hier, Steinbock, 5. Stäbe. Deutet auf Kompetenzen, mehrere Beteiligten. Die Nummer 5. Stäbe steht auch da für Konflikten in manchen Fällen mit anderen, Konflikte mit anderen Partnern, Geschäftspartnern. Ich würde sagen, ich rede hier über mehrere Menschen, wie man sieht, also mehrere Beteiligten sind in dieser Situation schon involviert. Ja, mehrere Beteiligten und vielleicht gewisse Konflikte hier. Steinbock, ich sehe hier einen König der Münzen, einen König der Kelchen. Erdelement wie du, Stier, Steinbock, Jungfrau, Wasserelement, Fische, Krebs, Skorpion. Sternzeichen Fische kommt bei dir auf den Würfeln, ja, Sternzeichen Fische. Aber wie gesagt, 5. Stäbe, man spürt hier irgendeinen Kampf. Vielleicht eine Person mit mehreren Optionen. Augenblick bitte. Steinbock, bevor ich das vergesse, ich muss dir sagen, es gibt eine deutliche Synchronisierung mit Sternzeichen Löwe und Sternzeichen Waage. Mit dir. Ja, es gibt eine klare Synchronisierung. Irgendwie mit diesen zwei Sternzeichen. Waage und Löwe. Aber sehr deutlich. Ja, das muss ich dir schon sagen. Sternzeichen Steinbock wie du, Wassermann.
letzte Kerlchen deutet auf eine Traurigkeit irgendwie. Eine Traurigkeit. König der Stäbe. Also jetzt habe ich König der Stäbe, König der Münzen, König der Kerlchen. Es gibt hier eine Person. Ja. Steinbock in der Mitte, neun der Stäbe. Und neun der Stäbe ist schon eine Karte, die uns sagt, sei vorsichtig. Warum, weiß ich nicht so genau. Aber interessant ist, bei dir kam von mir, von meinen Karten, auch diese rote Fahne. Die rote Fahne kam nämlich auch beim Sternzeichen Löwe. Nochmals, vielleicht gibt es zwischen dir, deinen Sternzeichen und Sternzeichen Löwe und Waage eine Verbindung. Das kannst nur du wissen. Die Sache ist, diese Karte kam auch bei Sternzeichen Löwe und mit der Warnung halt, sei vorsichtig. Und das sagt mir auch diese neun der Stäbe. Die Nummer 9, Achtung hier, Steinbock, die Nummer 9 zeigt sich bei dir sehr oft. Neunte Stäbe in der Mitte, neunte Münzen als Energie und die Nummer 9, ah, no, das ist Nummer 6, oder? Nein, das ist die Nummer 6, ja. Vergiss es. Nummer 9, 9. Ja? Es ist wichtig. Ich spüre hier schon, es gibt hier ein Gefühl von, ich vertraue eine Situation nicht. Schaue bitte hier. Steinbock, schaue bitte hier. Also wir haben gerade bei dir doch schon eine Warnung. Wie diese Warnung für dich, für deine Situation aussieht, das kann in manchen Fällen nur du wissen. Wir müssen ja nicht immer über einen Wunschpartner reden. Du weißt, wie deine Situation ist, ob das jetzt hier mit einer familiären Situation zu tun hat, mit Arbeit, andere Kompetenzen, Beteiligten oder wie auch immer. Das kannst du nur du für deine Situation wissen. Ich sehe hier schon zu viel Feuer. Also erste Stäbe, neunte Stäbe, fünfte Stäbe. Also zu viel Feuer eigentlich. Ja, zu viel Feuer. Und dann von meinen Karten kam auch diese Karte, Fight. Hat auch mit einem Kampf zu tun. Ich spüre schon hier irgend so eine Energie von Konflikten. Ja. Es gibt schon eine ziemlich leidenschaftliche Energie hier, das ist wahr. Aber irgendwie mehrere Beteiligten sind hier. Kompetenzen, nochmals. Dann schaue bitte hier. König der Schwerter, Luftelement, du siehst ja, also diese Luftelement, Zwilling, Wassermann oder Waage, neunte Stäbe, es gibt hier also ein Gefühl von, ich bin schon oft das enttäuscht worden, also ich weiß schon, was hier jetzt, ja, ich bin schon oft das enttäuscht, ich habe keine Lust mehr auf diese Situation, ich bin schon zu sehr verletzt worden und sogar, ich könnte hier über Geld reden, dass eine Person irgendwie von dir sich schon sehr viel Geld genommen hat oder wie auch immer nicht zurückbezahlt hat. Diese Energie hatte ich bei Sternzeichen Waage, diese Legung für Sternzeichen Waage für kommende Woche heißt auch so, also Schulden werden beglichen. Schulden werden beglichen. Warum sage ich das bei dir hier mit dieser Kombination? Weil das ist das Gefühl, was ich bekomme. Dass irgendwie eine Person schuldet dir Geld und ja, und das Geld ist noch nicht zurückbezahlt worden. So ein Gefühl gibt es hier. So ein Gefühl. Eine Person, die vielleicht doch hier Geld schuldet. Schaue bitte, Steinbock, ich habe hier einen Puppe des Schwerter, was auch für ein Kind reden kann. Ein Erwachsenenkind, versteht man ja. Also das kann dein Kind sein, ein Kind von dir. Oder Geschwister oder eine andere Person, einen sogenannten Freund. Oder ja, also du siehst ja, es gibt schon Konflikte mit dieser Person.
weil diese Person auch ziemlich dramatisch sein kann, Konflikten immer wieder dich enttäuscht hat. Die Legung kann sich ja für die Crosswatches spiegeln. Die Sache ist, Steinbock, diese neunte Stäbe in der Mitte für deine Legung beeinflusst irgendwie doch die ganze Legung. Ja? Und eigentlich nicht unbedingt im positiven Sinne. Wenn ich andere Karten hätte, vielleicht, aber mit fünfter Stäbe in dieser Position hier, ich verstehe schon, dass du eine Person nicht mehr vertrauen kannst, ob das jetzt ein Kind von dir ist, ob das jetzt eine andere Person ist, aber du kannst dieser Person nicht mehr vertrauen, weil diese Person dich nämlich ziemlich oft schon verletzt hat, enttäuscht hat und so weiter. Also du kannst dieser Person natürlich nicht mehr vertrauen. Es ist nicht, dass du nicht das gerne machen würdest, sondern etwas, was nicht geht, geht halt nicht, ja. Und irgendwie das Gefühl wäre, diese Person, wenn diese Person kommt, kommt immer mit Konflikten. Steinbock, das Gefühl wäre hier wirklich, dass das sehr gut ein Kind von dir sein kann. Das kann sehr gut ein Kind sein. Oder sonst nochmals, eine Person, die du sehr gut kennst. Ja? Also das ist nicht keine, das kennst du sehr gut. Diese Person kennst du sehr gut. Und da hast du sehr viel Geduld jetzt gehabt. Mit dieser Person hast du schon sehr viel Geduld gehabt. Immer wieder. Immer wieder sehr viel Geduld gehabt. Immer wieder viel gegeben von dir. Aber irgendwie die Konflikte sind da. Ne? Also, schaue bitte, von mir kam bereit für eine neue Welt. Das kam für Sternzeichen Waage in der gleichen Position wie bei dir. Die gleiche Position wie bei dir. Mit Sternzeichen Waage, irgendwie, ich weiß nicht, was das hier ist. Dann die rote Fahne, wie Sternzeichen Löwe. Und diese Person hier, vielleicht gibt es eine Ähnlichkeit mit jemand. Diese Person zeigt sich hier. Einen blauen Pulli für ein Kind, ein Baby. Die Nummer 5 in der Mitte. Ist das vielleicht doch ein Baby, ein Kind von dir? Ich meine kein Baby, sondern tatsächlich ein erwachsenes Kind von dir. Und die Karte Fight. Die Karte Fight, also Kampf, ne? Ich glaube, ich habe es dir vorher gezeigt, dass bei Sternzeichen Waage und Löwe die gleiche Karte wie bei dir gekommen ist. Diese Karte ist bei Sternzeichen Waage und bei Sternzeichen Löwe auch wie bei dir jetzt gekommen. Die Nummer 22 und sprichst über eine Entscheidung. Ich finde es sehr, sehr interessant, diese Synchronisierung gerade mit diesen Sternzeichen. Das muss ich dir schon sagen. Und hinter dem Deck kam die Karte der Veränderung, Nummer 5. Die Karte der Veränderung, Nummer 5. Nummer 5 zeigt sich hier auf diesem Pulli, blaue Pulli, die Nummer 5. Und die Nummer 5 zeigt sich hier mit fünfter Stäbe. Die Nummer 5, 5, 5 spricht über Veränderungen. Das ist, was ich bei dir spüre. Veränderungen, eine Entscheidung. Ich denke schon, denn du siehst ja, wie die Energie sich zeigt. Augenblick bitte, Steinbock. Ich habe immer noch sehr viel das Gefühl hier, dass das ein Kind von dir ist. Oder Geschwister vielleicht. Ja. Zu viel Feuer. Es gibt zwei Menschen, die getrennt sind gerade. Zwei Menschen sind getrennt. Zwei Menschen sind getrennt, eine Person bereut es. Schau mal, eine Person ist am Leiden, eine Person leidet, ist im Verlust. Jemand nochmals bereut eine Situation der Vergangenheit.
und leidet. Diese Person möchte sich entschuldigen. Eine Person, nochmals rede ich über bereuen, sich entschuldigen wollen. Das kann sehr gut ein Kind sein von dir. Nochmal Steinbock, sehr viel Feuer zu spüren. Planet Mars, sehr, ja, sehr leidenschaftlich die Energie. Also du wirst ja verstehen, die Karte Fight und diese Karte der diese Karte des Feuers ist keine gute Kombination. Keine gute Kombination, nein. Zu viel Aggressivität in der Energie sieht man schon. Also das muss ich dir schon sagen. Es gibt eine Aggressivität in der Luft hier. Mit einer Person, die sehr einen engen Verhältnis zu dir hat. Deswegen sage ich, ich sehe hier für eine Gruppe von Sternzeichen Steinbock deutlich ein Kind. Deutlich. Deutlich. Ist vielleicht das Kind hier von dir Sternzeichen Löwe? Ja, das ist der Grund vielleicht, warum es so viel Feuer hier gibt. Kann auch sein. Kann auch Sternzeichen Löwe sein, kann Sternzeichen Waage sein. Diese Person, sogar, ja, Wasserelement habe ich hier. Sternzeichen Fische ist nämlich auch da. Die Sache ist, unabhängig, ich spüre hier, die Empfehlung ist natürlich, dass du versuchst, kommende Woche mit dem Strom zu schwimmen. Also schwimmen mit der Energie. Lass dich gehen, fließe. Ja, fließen und nicht gegen den Strom schwimmen. Also geh in keinen Konflikt rein. Ja, falle in keinen Konflikt rein. Wenn eine Person es nicht will, zwei können es nicht. Ja. Also das ist die Sache. Möchte ich diesen Konflikt haben oder möchte ich diesen Konflikt vermeiden? Vermeide diesen Konflikt hier und es wird gut. Dann wird es gut für dich. Ja. Das ist Ass der Kerlchen. Also fließe mit der Energie. Ja, fließe mit der Energie. Das ist eine spirituelle Energie. Du siehst ja, die Person hier lässt sich einfach gehen. Ist in dieser Meditation. Ist eine sehr spirituelle Karte. Lass dich gehen und falle in keinen Konflikten rein. Egal wie die Person jetzt ankommt, ja, weil die Energie zeigt sich schon ziemlich leidenschaftlich. Das muss ich dir schon sagen. Wir reden hier über eine ziemlich leidenschaftliche Energie. Steinbock, die eigentlich nicht unbedingt mit dir selbst zu tun hat. Eh? Nicht, dass du nicht leidenschaftlich bist, Steinbock, ja. Also du bist schon auf deine Art leidenschaftlich, aber ich rede über eine anderen Menschen, andere Personen hier. Denn schaue bitte hier, mit diesem Puppe des Schwerter kommt die Karte Toxic. Diese Person ist irgendwie doch eine toxische Energie. Eine Person mit manchen schlechten Gewohnheiten, mit manchen Suchtverhalten vielleicht. Es gibt hier schon eine Energie, die natürlich kompliziert ist. Und diese Person bereut tatsächlich Situationen in der Vergangenheit. Deswegen sagt ihr hier, die Empfehlung ist, falle in keinen Konflikt rein, denn die Energie zeigt sich schon dafür sehr geeignet, ja, dass man hier in einen Streit kommt und ja, einen ziemlich komplizierten Streit kommt. Ja? Also deswegen, die Energie sagt das. Steinbock, und dann zeigt sich zwei Energien. Es zeigt sich diese Energie, diesen König der Kerlchen mit der Karte der Leidenschaft und die rote Fahne. Mit diesem König der Kerlchen zeigt sich die rote Fahne, das sage ich dir jetzt nur, ja. Und mit der König der Münzen zeigt sich die bereit für eine neue Welt und die Karte der Sommer. Sommer ist hier.
Also du merkst ja, ich spüre hier zwei verschiedene Energien. Zwei irgendwie verschiedene Energien. Erdelement wie du und Wasserelement. Aber Wasserelement ist mehr eine Leidenschaft hier, irgendwie, ne? Oder was meinst du? Die Karte der Leidenschaft mit der roten Fahne. Naja, also einfach nur zu sehr leidenschaftlich, aber mehr nicht. Mehr ist das hier nicht. Mehrere Beteiligten sind hier. Mehrere Kompetenzen. Eine Person kommt. Und hier sind übrigens, ja, drei Könige. Ich habe König der Schwerter, König der Münzen, König der Stäbe und der König der. Ich habe alle Könige auf dem Tisch. König der Stäbe, König der Schwerter. König der Münzen und König der Kelchen. Also du hast alle Elemente auf dem Tisch, Steinbock. Erde, Luft, Feuer, Wasser. Alle Elemente sind auf dem Tisch. Das ist eigentlich positiv. Das ist hier sehr, alle Elemente sind in Balance hier. Das ist wirklich positiv. Ja, aber du siehst ja, wie viele Menschen, ich meine überhaupt Königin, ja, die sind alle König hier. Deswegen, es kann so verschieden für uns allen reden. Deswegen, diese ganze Kompetenzen sieht man hier auch. Mit diesen fünften Stäben und neunten Stäben. Einerseits sehe ich hier einen Wiedergeburt. Ja, also diese Karte spricht für den Winter. Im Winter sind wir immer noch und man spricht über einen Wiedergeburt. Einen Wiedergeburt hier. Eine Person, die sich hier, die irgendwie leidet und sich entschuldigen möchte. Eine andere Person, die irgendwie einfach nur diese sehr leidenschaftlich ist, aber eigentlich mehr nicht. Eine andere Person, die vielleicht mehr Stabilität zeigt. Und diese ganzen Menschen sind da. Eine toxische Energie gibt es nämlich auch, was mehr so eine jüngere Energie, wie eine jüngere Energie aussieht, aber eine toxische Energie. Sehr dramatisch, sehr konfliktiv, würde ich sogar sagen. Und Steinbock, die Karte, eigentlich, du hast Sternzeichen Fische auf den Würfeln, ja? Und ich denke, das will dir die Karte auch sagen, dass du in diese Meditation kommst, ja, dass du meditierst, dass du, das ist sehr wichtig, die Meditation für dich hier. Du siehst das Bild hier von dieser Person im Wasser, die sich gehen lässt, das wird für dich hier empfohlen, weil es gibt hier eine starke Energie. Steinbock, natürlich kann ich hier vielleicht auch eine neue Person haben bei dir. Eine neue Person, eine andere Nationalität. Eine Person, deswegen sind die Menschen hier eifersüchtig. Du hast mehrere Personen, Steinbock, die gerade jetzt neidisch sind oder eifersüchtig sind. Denn du hast mehrere Menschen, die für dich kämpfen wollen oder ja, dich haben wollen. Aber es zeigt sich eine neue Energie bei dir hier. Steinbock, ich sehe hier viele Menschen. Und manche haben sogar gar kein Problem, hier im Kampf zu kommen. Die haben gar kein Problem, in so einem Kampf zu kommen. Ja. Ich sehe zu viel Feuer. Eine fast aggressive Energie könnte man hier sehen, das muss ich dir schon sagen. Menschen, die irgendwie eifersüchtig oder neidisch sind. Und deswegen, die Energie sagt dir, bleibe irgendwie in einer Meditation für dich. Sogar bleibe für dich, zieh dich zurück, wenn es für dich möglich ist, weil die Energie, die ich hier habe, ist etwas konfliktiver. Und das sage nicht ich, das zeigt sich. Ich habe mehrere Karten, die dafür reden. Viele Karten.
Viele Karten, zu viel Feuer hier. Steinbock. So ist es irgendwie. Ja. Steinbock, das ist die Energie für kommende Woche. Und nochmals, was ich sehr interessant finde, ist dieses Verbindung mit Löwe und Sternzeichen Waage. Irgendwie finde ich das schon interessant hier gerade. Ich denke, es gibt doch schon eine Verbindung tatsächlich zwischen diesen Sternzeichen, irgendwie schon. Und diese starke, das spüre ich hier. Ja, das ist, was ich hier tatsächlich spüre. Diesen Planet Mars spüre ich tatsächlich in deiner Energie. Diese heiße Feuer, ja, was mit einer starken Leidenschaft, ja, eine leidenschaftliche Energie, aber nochmals, in manchen Fällen zu sehr leidenschaftlich, zu sehr viel Feuer, in manchen Fällen. Ja. Steinbock, so sieht es nämlich aus. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit diesen Menschen irgendwie Kontakt aufnimmst, dass es irgendwie doch ein bisschen Streit oder Konflikten gibt. Das könnte ich mir denken, so wie die Energie aussieht. Deswegen die Energie sagt dir, zieh dich zurück oder bleibe in deiner Meditation, bleibe für dich, weil eigentlich ist die Energie zu sehr heiß, zu heiß, ja. Und eine Entscheidung. Steinbock, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und bis bald, Steinbock. Tschüss.